Ich muss noch mal raten. So, gleich mal die Frage an Lena. Möchtest du heute Kreuzheben machen oder lieber Bankdrücken? Ich würde Okay, dann machst du so, wie es sich für dich anfühlt, gell? Danke. Svenja, glaube ich. Ja, Svenja, ich hatte dich stumm geschalten. Deine Kollegen dort, die stören immer beim Training. Die kannst du bitte mal für die Stunde rausschmeißen. Es geht nicht so weiter. Ja. Der Ole wieder. Also Ole darf bleiben, damit da mal was vorwärts geht. Jo. Ja? Was ist es technisch halt anders? Bist du wieder in der Ja, ich habe keine Kopfhörer. Also immer wenn Verena da ist, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, dann kann ich nicht mit Kopfhörer arbeiten, weil Verena mich dann nicht hört. Also du müsstest deine reinmachen, dann hörst du mich ganz normal. Okay. Ja, ich habe noch zwei, drei Sachen geändert, aber ich weiß nicht mehr, was ich geändert habe, aber wir gehen es mal durch. Doch, ich weiß, was ich geändert habe. Also Kraftteil bleibt wie geplant, heute Kreuzheben, so wie gestern, 18 Wiederholungen, 3 Runden, 3 Minuten Zeit. Und im Workout habe ich eine Übung geändert, und zwar aus den Liegestützen habe ich Renegade Rows gemacht, weil wir morgen noch einen Kraftteil mit Liegestützen drin haben. Deswegen dachte ich, ist das ein bisschen doppelt gemoppelt, machen wir lieber nicht. Also 2 Renegade Rows, 2 Toto Bar, 2 Dual Front Rack Reverse Lunges, ganz tolles Wort. Und dann das Ganze 4-mal, 6-mal, 8-mal, 10-mal bis 12 Minuten voll sind, so viele wie geht. Und dann haben wir noch einen Kraftteil mit 3 Runden Lew Raises, Weighted Cossack Squats und Ring Dip Support Hold. Und dann noch einen Finisher, wenn wir immer noch Zeit haben, mit Turkish Get-Ups. Also heute viel Eisen in der Hand oder relativ viel. Und zum Warm-up brauchen wir eine Box. Die kannst du bitte schon mal da reinrücken. Wir brauchen ein Band, wir brauchen ein Good Morning und wir brauchen ein Hindu Push-Up, ein Dead March und eine Langhantel mit, ja, ich würde mal sagen so 35 für die Mädels. Das ist schon, sollte schon drin sein. Wem das zu viel ist, der nimmt einfach 34,5. Ja? Genau. Wir werden dann wieder pro Runde aufstocken, das Gewicht. Aber wir fangen erstmal mit relativ leichtem Gewicht an. Okay, danke. Du die mal umkippen. Sonst muss ich so hochstellen, weißt du? Ist ja unfair. Musik. Warte mal, die Spielliste muss ich rausmachen, die war kritisch gestern. Okay, wir fangen an mit 10 Half-Burpee-Setups, Step-Ups in 10 Sekunden. So, wer hat, kann für den Good Morning auch ein etwas dickeres Gummiband nehmen.
Wasser oder Essen? Ja, nimm du Wein. Beide? Ja. Und dann 10, 15 Good Mornings. Lena, was ist passiert? Er hat einen Heilungsprozess, glaube ich. Aber er hat Hat er da hinten explizit rummassiert? Ja auch. Also wir haben das System Das hatte ich auch schon mal. Dann habe ich wahnsinnige Schmerzen gehabt nach der Massage. Nee, es war genau richtig, was er gemacht hat. Es war perfekt, aber der ändert jetzt alles. Also schiebt sich aber nicht so gut. Heute zum Beispiel zu viel mit Alkohol. Das war auch perfekt, aber es scheint einfach zu viel. Das ist ja alles. 10 Hindu-Push-Up! Du bist los, das ist 10 gerade. Oh, herrlich. Ja, gestern war mit dem Kanzler, mit dem Team, da habe ich das gleich dann gesagt. Ich habe gedacht, das wird nur wehgehen. Okay. So, jetzt machen wir 5 Deadmarch und zwar in der Ausführung. Schaut bitte zu mir. 1, 2, 3, Fuß ist vorne, aufdrehen, aufdrehen. Das 5-mal. So, dann 10, wenn ihr fertig seid, 10 entspannte Kreuzheber. Wer mag, kann ein bisschen Gewicht draufstecken. Wer nicht mag, mag es nicht. Okay, alle soweit umgesteckt. Dagmar steckt noch ein bisschen. Dann gehen wir in die zweite und letzte Runde. Und wir machen 5 Half Burpee Step Ups und 5 Burpee Step Ups. Los geht's. Vorbei.
Sofort aufhören, ich bin außer Atem. Immer dieser Stress hier. Good morning, Sommer 15. Dann bitte kurz warten. Wir machen einen Spinnenmann links und rechts und einen Mobility Squat mit Halbmond, 7 Wiederholungen. Sagen, sehr klar. Dann frag doch nicht. Ich dachte, du sagst einmal die Wahrheit. Oh Gott. Oh. Hier ist schon alles nass in der Box. Nie normal. So, dann nochmal die 5 Deadmarch, wie wir sie gemacht haben. Dann 10 Deadlift und dann sind wir durch mit dem Warm-up. Ach Gott.
Und dann für die 18 Wiederholungen Startgewicht aufstecken. Darf ich mit Gürtel? Letzte Runde, ja. Dann mach lieber die ersten beiden Runden recht leicht. Und letzte Runde, okay? Bei der ersten Runde wieder durch. Mama will das Grips. Okay. Moment, du machst Kreuzheben mit Grips, oder was war das? Ja. Was hat das jetzt mit dem Ellbogen zu tun? Weil du nicht so greifen musst mit der Hand, oder was? Weil sie die Zugkraft annimmt. Und über die Zugkraft kriegst du einen Schmerz? Ja. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich verstanden. Svenja, was hast du da an den Händen? Hast du da irgendwas dran? Ah nee, das sind deine Hände. Das sah aus, als wenn du da Grips hast. Nee, echt, weil du die so hältst, dann sieht das so aus, als wenn da noch was rumbaumelt. Weil Zugmittel sind nur für Franzi erlaubt, sonst nicht. Gilt auch für Dagmar. Also ohne Grips arbeiten. Joi. Warum hast du dann dran? Okay. Gut, Leute, dann erste Runde in 10. 18 Stück. Was wollte man nicht wissen? Hat jemand weniger? Ich habe jetzt 45 angefangen, nur mal so. Aha. Okay. 38. Ich gehe jetzt auf 50, jetzt erst. Oh, hä? Und letzte Runde gehe ich auf 62,5. Die hat bestimmt bloß 45 drauf. Svenja, frage ich lieber nicht, die muss dann erstmal nachrechnen, die macht immer nach Gefühl.
Svenja, wie viel? Ah, Jochen, ich muss mal gucken. Ich muss mal rechnen. Das ist immer geil. Ja. 60, 70, 80. Alter, was ist denn hier los? Ich bin ja noch klein. Das habe ich gerade gemerkt. Bei Verena habe ich das gerade gemerkt. Ich konnte doch so viel Gas geben, die war immer schneller. Okay. Weil die hat 10 cm hochzuheben, mehr ist das gar nicht. Ich habe lange Arme. Man wird aber jede Mal Kreuz in kleiner. Oh nein! Das glaube ich sogar auch, das stimmt vielleicht sogar. Ich bin nur so auf. Okay, also, zweite Runde, 18 Stück. Wie viel? Wie viel? Hallo, wie viel? 60, okay, dann ist gut. Ich habe 62,5, dann ist alles gut. Ja. Nein, dann bin ich auch. Nee, mach nicht, das schaffst du nicht. Nein. Ich kann das sehr gut einschätzen. Bei 60 ist Schluss. Wie geht's dir? Alles gut? Ja! Gut. Wenn gut, dann gut. Dagmar, was hast du da drauf? 64. Franzi, 50? 60. Ihr seid so stark. Okay, letzte Runde, Mädels. Beißen! Ui,
So. Langhanteln kann weg. Brauchen wir. Warte mal, brauchen wir die noch? Nee. Kettlebells zum Schluss. Cossacks, nee, brauchen wir nicht mehr. Ja? Ich werde jetzt mit der Langhantel arbeiten. Weiter. Oder mit Kettlebell. Aber dann bewegt sich nicht. Es wäre schön, wenn du mir sagst, warum. Es wäre ganz interessant. Weil der Feierhandel dabei ist, der sehr schön ist. Und die Sachen alle in den Nutzern sind. Okay. Das war irgendwie heute einig, nachdem gestern ich hier alleine war. Dann schnapp dir doch die Kettlebells. Ist das ein Kompromiss? Okay. Nein. Aber okay. Okay. Ja? Nein, aber okay. Ja. Ich muss noch mal anstehen. Ja. Hau mal eben ab. Also ich habe mal ein bisschen hochgerechnet, wenn wir uns Woche für Woche 2,5 Kilo steigern, dann würde ich, wenn ich jetzt bei 62,5 bin, würde ich bei 10 Kilo bei 72,5 dann, bei 10 Wiederholungen bei 72,5 sein. Und bei 4 bei 80. Also ist fast ein bisschen wenig. Das heißt, ich werde dann irgendwann mal auf 5 Kilo Steigerung gehen. Das könnte ja, also ob die sich gut aus der 25, ja? Naja, es ist eine absteigende Leiter. Eigentlich bis 2030, Dagmar. Aha! So lange geht die gar nicht. Ja, jetzt bist du gefangen. Was ich noch sagen wollte, brauche ein neues Auto. Ich buche nächsten Monat bis 2030 gleich ab. Ja, nur nicht wundern, okay? Aber dann hat er noch nicht. Das Auto. Die Entwicklung. So, also ihr braucht zwei Kettlebells, ein, zwei Dumbbells. Und dann eigentlich nichts weiter, außer noch eine Reckstange. Und dann gehen wir gleich mal die Übungen durch. Also. Ready, geht los. Wer sich nicht mehr erinnern kann, wir sind gestützt auf den Dumbbells. Achso, das geht jetzt schlecht bei Svenja, glaube ich. Mal sehen. Und ziehen das Gewicht zur Hüfte. Eins, zwei und so weiter. Drei. Scheiße, die falschen, das sind die großen. Also falsch alles. Also jetzt. Das sind die großen Jungs, weißt du? Wir müssen noch so groß kommen.
So, also Renegade Rows kann jeder gerne mal jeder probieren. Mit 2,15, dann geht das gut. Danach Toe to Bar. Ich empfehle barfuß. Macht die ganze Übung noch mal ein bisschen leichter. Meine ich jetzt ernst. Auch da mal ein bisschen reinschwingen. Bitte mach mal deine Gewichte unten rein, Dagmar. Ja, ich mach mal die Schuhe. Ich bin gleich wieder bei euch, ich muss nur mal hier was aufbauen noch. So, die Toe to Bar für Adlight und Verena wieder plus, also doppeln, ja? Anstatt 2,4, anstatt 4,8, anstatt 8,16 und so weiter, ja? Aber guckt bitte, dass trotzdem jeder über Hüfthöhe ist. Dass er da nicht wie die Wilden durchballert, sondern über Hüfthöhe bleibt. Und dann gucken wir uns mal die letzte Übung an. Könnt gerne zu mir gucken. Außer Schritt nach hinten in der Frontrack-Position. Alternierend. Bitte jeder mal probieren. Uiuiui. Die sind aber auch schwer. Scheiß Übung. Oh, Dagmar ist heiß wie Schnitzel, ey. Nimm leichte Gewichte einfach, Sandra. Mach doch einfach mit Zehnern oder sowas. Ganz entspannt. Lena, möchtest du das so machen? Ja. Okay. Das heißt, dann habe ich eigentlich nicht das Wort abziehen, was mir wehtut. Wenn ich Überkopf habe, dann kann ich stabilisieren. Das ist eigentlich besser in der Achse, ja. Dann macht das. Okay. Also alle anderen Frontrack-Position nach hinten und Lena Overhead. Okay, diese drei Übungen, mehr ist es nicht. Ein schönes Triplet. 2, 4, 6, 8, soweit ihr kommt in 12 Minuten. Gibt es zu der Logik, zu den Übungen, zu irgendwas noch Fragen? Ich würde machen und dann machen wir auch die Doppelwerten einfach, ja? Weil nichts frei ist, oder? Ja. Ja, okay. Warte mal. Oder soll ich hier die mit dem Roller machen? Ich habe auch diesen Roller. Nee. Apps-Roller. Mach mal Tuck-Ups, die doppelte Anzahl. Weil ich glaube, V-Ups wird zu gar. Ja. Mach Tuck-Ups. Ja. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, es tut mir sehr leid, aber ich muss nochmal schnell auf Toilette. Hat sich gerade ergeben. Mach dir den Kopf raus. Nimm mir die Lichtmaske. Genau. Gut, Alter, also, was machst du hier? Jeder Zeit einfach nur mir die halbe Anzahl gegeben, was er wirklich macht. Ja, ja, da locken wir den. Also, so wie immer. Damit er dann auch weg ist.
Verena, das ist der Text des Ganzen. Ja. Der Text ist unsere Strategie. Genau. Warum fand sie in den letzten 3 Wochen auch nicht aufgenommen hat, weil er hat mal richtig ganz damit keine Videobeweise da sind. Ich will nur keine Erlauben. Das musst du auch sagen. Aber ja, jetzt soll es ja auch noch Videobeweise wieder geben. Muss man schon wieder zurückhalten. Also, zwei wichtige Informationen. Es waren maximal 150 bis 200 Gramm. Und das andere. Oh, bitte. Das ist ja kein Information, echt. Und die andere Information lasst mich einfach als erstes schreiben, dann könnt ihr nichts falsch machen. So, jetzt aber. Auf geht's. Musik zuerst. 12 Minuten stehen drauf. Viel Spaß. Viel Spaß, Mädels. 12 Minuten? Geil. Vollgas, 12 Minuten. 10 Sekunden. Mach aber was.
Thank you.
Sehr gut. Danke, Sandra. Ja. Konkurrenz heute. Für eine hohe 5 muss schon reichen. Gabi, komm noch rein. Und bin ich hier. Habt ihr Angst vor Gewitter? Ja, total. Diese Panik. Okay. Brille. Tabelle. Dagmar fängt an, ich glaube, du warst ganz vorne dabei. Irgendwas mit 16 plus, 16, also volle Runden plus die Wiederholung der nächsten Runde. Dagmar? 14 plus 2. 14? Ich meine 16 Runde. 14 plus 4, 2. Ja, 15 gibt's nicht. 15 Runden gibt's nicht. RXSC, du hast 15er genommen? Ja? Ja, zwei 15er. Ja, genau, okay. Nee, 5 Stück 10er. Svenja? 12 plus 25. Franzi? Mit 2 16er. Okay. Franzi? Bitte? 14 plus 16. 14 plus 16. 16. RXSC, oder? Ja. Ja. Die liebe Lena? 14 plus 16. 16. 14 plus 16. 2 mal 10. Overhead und aber RX Toto Bar? Ja. Ja. Very good. Die liebe Sandra. 12 plus 0 SCTTTT. 12 plus 0, warte mal, sag nochmal. SC. CCCC. Okay, ich hoffe, ich hab's richtig. Und die herzallerbeste Adlight? 14 plus 18. Was? 14 plus 18. 1,4 plus 1,8. RXSC. Verena? 12 plus, aber warte mal, also. Ja, einfach zusammenzählen. Ja, aber wie soll ich die jetzt zählen? Durch 2. 14. Dann, also ich sage dir die Hälfte. Genau. Okay, dann also 14 plus 7, 21. Also, nee, 12 plus 21. So. Plus 21. 12,5 und SC und jetzt der Jochen, der hat Glück gehabt, ich bin nicht der allerletzte, 14 plus 6. Was ist denn das für ein Lachen? Dass ich doch so viel geschafft habe. Okay, ihr Granaten, ich klinge mir jetzt aus. Franzi, du weißt Bescheid jetzt mit den Übungen oder soll ich nochmal was zeigen? Nur die Ringen vorholen. Also einfach in den Ringen stützen oder in eurer, in deinen Dingern da. Wie heißen die?
Parallels, genau. Also einfach hier hochstützen, Hände an die Naht, Schultern oben raus und 20 Sekunden halten. Wenn das zu schwer ist, nimmt man auch ein Gummiband, tut zwischen die Hände, dann hält das Gummiband ein bisschen die Hände zusammen. Dann wird es ein bisschen leichter. Bräuchte ich die Alternative, sonst muss ich kurz reingehen. Die Regeln ja sowieso hochhängen, ihr braucht einen längeren Spann. Dann geh einfach kurz rein. Die Weighted Cossacks sind klar, also Lou Ray ist auch klar, oder? Ja. Okay. Dann, ich mache mich jetzt Abfahrt fertig. Ich lasse die Aufnahme laufen. Ich bleib drin. Ich komme dann eh zum Ausmachen. Verena, solltet ihr vorzeitig sein Mikrofon rauskommen, bitte auf Alt S drücken gleichzeitig. Das stoppt die Aufnahme. Okay. Alt S. Okay, Leute, viel Spaß noch. Oh.
Oh.
Können wir rein? Ich muss auch raus, weil hier stürmt jetzt so und mir fliegt sonst die Terrasse weg. Es ist alles noch, liegt noch alles. Ich kann das nicht machen, wenn du Rücke. Den haben wir doch kaum einmal gemacht. Das ist richtig. Und in richtig stabilisieren so die Schulter. Es wird nicht angenehm sein. Ich nehme noch ein bisschen auf, dann haben wir dann die anderen Karte. Wir machen jetzt den Samstagabend über Verbot oder so. Ja. Nein, sonst haben wir doch einmal komplett zerstört. Aber in jedem Fall gut. Ja, dann ist es ja gut. Dann haben wir ja auch noch aufeinander. Und dann. Sie müssen vorne haben. Ja, ja. Mache ich die Aufnahme jetzt aus, oder? Alles klar, gut. Ciao. Ciao.